alle miteinander. Schön, dass wir zusammen sind. Wir wollen uns heute wieder Botschaften aus der geistigen Welt anhören und bedanken uns jetzt in erster Linie bei der Sabine, die sich wieder als Medium zur Verfügung stellt. Vielen Dank, liebe Sabine, dass du wieder für uns da bist. Danke, dass ihr Fragen stellt. Und dann begrüßen wir unsere Fangemeinschaft und die YouTube-Gemeinschaft. Und wir machen das heute zu dritt. Die liebe Anita wird den großen Part nachher übernehmen. Ich mache das kurz Intro. Und dann würden wir dich bitten, liebe Sabine, wenn du starten möchtest. Wenn du schon es dauert ja immer einen Moment, bis ich meinen Verstand abgeschalten habe. Es dauert nicht allzu lang, weil nicht so viel Verstand da ist. Und es geht relativ schnell. Und dann sage ich nichts und habe dauernd die Augen zu. Das kennen ja die meisten von euch schon. Für die, die es nicht wissen, dann habe ich es jetzt mal gesagt. Und dann lege ich los und ihr stellt Fragen. Und im Sinn der Resonanz kommen dann die Antworten. Dann bis gleich. Bis gleich. Wir begrüßen euch von einem ganzen Farbspektrum von Frequenzen. Das ist der goldfarbene Farbstrahl mit der rubinfarbenen Frequenz und das Gelb, das Weiß, das Rosa und das Blau, auch Türkis, und wünschen euch einen schönen Tag und bitten euch, eure Fragen an uns zu richten, damit wir euch dienen können. Hallo, wir begrüßen euch auch und freuen uns, wieder Fragen an euch stellen zu können. Unsere erste Frage wäre, was erwartet uns im März? Ihr seid in der Zeitlinie des Jahres 2023, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Und ihr fragt uns, was euch erwartet. Worauf bezieht ihr diese Frage? Energetisch, politisch. Was meint ihr, wenn ihr uns gestattet, diese Rückfrage an euch zu richten? Wir würden gerne von allem ein bisschen was hören, was uns politisch erwartet und was uns energetisch erwartet. Also welche Energien einfließen, was es bedeutet, mit Türkis und Gelb in Verbindung zu sein. Darüber hätten wir gerne einen Fließtext. Zunächst einmal ist es eine Situation der Zeit weltweit, dass alle Menschen und alle Wesenheiten darauf in eine Situation hineingeglitten sind. Und das ist ein kosmischer Vorgang, der sich so und nicht anders abspielen konnte aufgrund der Frequenzerhöhung auf dieser Reise, auf der ihr seid, durch die Kosmologie. Sind also alle Wesen in der Situation, eine gewisse
Endgültigkeit zu erleben für sich selbst und für das Umfeld, in dem sie leben. Das heißt nicht, dass so wie es jetzt ist, immer bleiben wird. Aber das bedeutet, dass Menschen, vor allem nun wollen wir von Menschen sprechen und die Flora und Fauna und all die andere Energetik auf der Welt wird dem wohl ebenso begleitend in einer Begleitwelle mit euch reißen. Seid ihr also in der Situation, nun ausgerichtet zu sein auf euren Weg, was ihr für euch auch entschieden habt, wohin ihr gehören wollt, wohin ihr gehen wollt, wie ihr die Spiele der Welt mitspielen wollt oder sie nicht mitspielen wollt, da wo ihr euch im Innersten eures Herzens entschieden habt, da seid ihr nun sozusagen auf den Weg gebracht. Ihr habt nun keine große Wahl mehr, euch umzuentscheiden, wenn ihr in den tiefsten Tiefen eurer Überzeugungen seid. Wenn ihr also ganz klar starke Feind-Freund-Vorstellungen habt und tiefen Hass in euch tragt, so seid ihr für eine sehr lange Weile nun damit beschäftigt, euch mit diesen polaren Strukturen auseinanderzusetzen und euch wird immer wieder vor Augen geführt, was das bedeutet für euch, für die Welt und welche alternativen Denkweisen ihr auch an den Tag legen könntet. Und euer tiefer Hass beispielsweise, den ihr vielleicht hegt, ist dann euer Fokus für die nächste lange Zeit. Und damit meinen wir schon eine ziemliche Anzahl von Jahren. Gleichzeitig aber ist es auch so, wenn ihr euch abwendet von kriegerischen Denkweisen und Gefühlen, wenn ihr euch ausrichtet auf euch auf eine Welt des inneren Friedens, der Freundschaftlichkeit, der gegenseitigen Unterstützung und auch erlaubt, dass in eurem Leben andere Themen Vorrang haben dürfen, in eurem Alltag ihr auch die Normalität weiterlebt und freundschaftliche Kontakte pflegt oder beispielsweise euch in Gruppen vernetzt oder einfach schöne Dinge tut, auch einmal in die Natur verreist und so weiter, so könnt ihr seelisch entspannen und das ist dann euer Potenzial, auf das ihr kraftmäßig und auf der Ebene der Erholung immer wieder zurückgreifen könnt und ihr werdet auch gefördert in der Zukunft mit diesen Blickrichtungen euch weiterzuentwickeln. Wenn ihr nun bestimmte Aufgaben zu erledigen habt, um zu erkennen, beispielsweise besondere Ichheiten, die ihr noch pflegt, besondere Ängste, die ihr noch habt und so weiter, so werdet ihr euch diesbezüglich die nächste Zeit intensiv auseinandersetzen müssen, so könnt ihr es nennen, weil die Zeit euch in gewisser Weise die Frequenz Bedingungen euch in gewisser Weise sortiert haben. Das heißt also, dass ihr in Resonanz geht in der nächsten Zeit für eine ganze Weile, 30 Jahre in etwa, wo ihr mit euch selbst sehr intensiv zu tun habt, euch hinterfragen könnt, wer ihr selbst seid, bezogen auf euch, wer ihr seid in Gruppendynamiken, wer ihr seid, bezogen auf euer soziales Leben, auf euer berufliches Wirken oder eben in eurem Freundeskreis und wer ihr seid, bezogen auf eure eigene innere spirituelle Ausrichtung. Das wird nun in dieser Zeit im März, es ist schon bereits sozusagen eingerichtet, aber im März wird es Fahrt aufnehmen und ihr werdet wahrnehmen, dass ihr wie bei einer Schlittenfahrt bergab oder bei einem Lift, der euch bergauf nimmt, wie ihr es auch sehen wollt oder eingestiegen seid in einen Zug, ihr auf jeden Fall diese Fahrt aufgenommen habt und euer Ziel ist nun dieser Bahnhof oder diese Zielbestimmung, die ihr auf der unbewussten Ebene gemäß eures derzeitigen So-Seins, eurer Fähigkeiten, die ihr eben nun habt oder noch entwickeln wollt, zu leben habt, anzusteuern habt. Und da gibt es kein Zurück. Ihr seid also nun eingerichtet und selbstverständlich seid ihr in der Situation zu lernen, euch weiterzubringen, bezogen auf euer So-Sein und eure inneren Beweggründe auszurichten,
Und insofern gibt es in jedem Fall die Wahl und in jedem Fall Verbesserung und Weite und Erkenntnis und neue Freundschaften und neue Wege und neue Entscheidungen. Aber bezogen auf dieses Thema, bezogen auf dieses So-Sein, bezogen auf die Grundqualität eurer derzeitigen Ausrichtung. Und das ist eine Aussage von unserer Seite, die ihr sehr bald sehr klar sehen werdet. Beginnen wird es mit dem türkisfarbenen Farbfrequenz der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit, wo ihr sozusagen mit einer plötzlichen Grunderkenntnis in diesem Monat März, Mitte, Ende März, 15. bis 27. März wird es beginnen. Und da sind wir schon auch bei den wesentlichen Tagen, die ihr mit dem 14. und 27. März erleben könnt, wo ihr plötzlich erkennt, worum es geht, durch ein Ereignis, durch ein bestimmtes Gespräch zum Beispiel mit jemandem, durch eine äußere Erfahrung, die ihr erleben könnt, oder eine innere Erkenntnis. Und so werdet ihr erkennen, worum es geht, was die nächste Zeit eure Hauptbeschäftigung sein wird. Und ihr werdet euch nicht selbst überraschen in diesen Augenblicken. Ihr werdet erkennen, ja, das ist das, womit ich mich da tatsächlich derzeit beschäftige. Das ist das, was mich umtreibt und was ich lösen möchte. Und vielleicht seid ihr in weniger Jahren als in 30 Jahren mit der Erkenntnis durch, so könnt ihr es umgangssprachlich nennen. Aber ihr habt in jedem Fall diese lange Zeitperiode, um euch intensiv damit zu kümmern, darum zu kümmern und damit auseinanderzusetzen, und habt die ganze Langeweile dieses ganzen langen Atems, wir meinen nicht Langeweile, sondern die Langeweile dieses langen Atems, der euch zur Verfügung steht, um euch darin zu idealisieren, um das zu lernen, worum es geht. Denn das, verehrte Zuhörerinnen und verehrte Zuhörer, ist die Momentaufnahme eurer Gabe, eurer Seelenaufmerksamkeit, die ihr vielleicht vergessen habt und vielleicht nicht klar lebt in eurem Leben, immer wieder meidet und deshalb immer wieder in Schwierigkeiten gekommen seid, weil ihr nicht die richtige berufliche Ausrichtung gewählt habt, aus Sicherheitsgründen, weil ihr euch nicht traut, der Mensch zu sein, der ihr seid, weil ihr nicht daran glaubt, dass ihr dieses Potenzial habt und so weiter, so dass jetzt die Aufmerksamkeit vor allem eurer Gabe, also gilt, eure Gabe zu leben. Und die Aufmerksamkeit eurer Gabe zu widmen ist. Und da habt ihr, und da könnt ihr sagen, umgangssprachlich, Gott sei Dank, überhaupt keine Wahl, denn ihr seid eingetunt, so wie wir es schon eingangs beschrieben haben, in diesen Kanal, der euch nun vorwärts zieht, vor euch hertreibt, euch selbst vor euch hertreibt, antreibt, anschiebt und euch immer wieder in Frage stellt, um euch neue Möglichkeiten und Aufgaben ins Leben zu geben. Ist das zunächst einmal energetisch betrachtet die Aussage, die ihr versteht, als ein Hintergrundton, als eine Trägermusik, die nun für eine sehr lange Zeit eure Trägerwelle darstellt. Und das Gelb, das euch stark beschleunigt. Ja. Das war eine wunderbar ausführliche Antwort auf unsere Frage. Vielen lieben Dank. Nun fragt ihr uns auch in politischer und in allgemeiner Hinsicht. In allgemeiner Hinsicht zunächst einmal kann das nur bedeuten, wenn alle Menschen nun, ihr würdet sagen, sehr geschäftig sind, um ihr Wesen zu entdecken, zu erlösen, zu vereiteln, sich zu zieren, miteinander im Dialog zu sein und vielleicht, wenn es dann günstigerweise geschieht, sich zu entdecken und zu leben, dass das schon mit dem Türkis und dem Gelb starke Aufwirbelungen bringt. Neue Entscheidungen, vielleicht auch neue Verknüpfungen zu neuen Menschen, neuen Bekanntschaften, Entknüpfungen zu alten Verbindungen und so weiter. Und ihr vielleicht erkennt, was ihr gar nicht mehr leben könnt und wollt, auch in beruflicher Hinsicht. Oder vielleicht neue Hobbys habt oder neue Einmischungen. Oder plötzlich neue Diskussionen in eurem Bekanntenkreis entstehen und ihr eine neue Meinung vertretet. Und ihr endlich einmal euch vielleicht outen wollt oder euch zurückziehen wollt, um endlich ihr zu sein, um das Eure zu leben. So könnt ihr schon sehen, dass die gesamte Gesellschaft auf der
gesellschaftlich-sozialen Ebene sich sehr wie ein kleiner Ameisenstaat sehr busy, so würden wir es in euren umgangssprachlichen Worten nennen wollen, bewegen wird. Und wenn ihr das nun auf die Gesamtgesellschaft auf der Welt übertragt, so könnt ihr schon sehen, dass große Umwälzungen im Gange sind. Umwälzungen auf der sozialen Ebene, weil die Umwälzungen im Individualerfahren geschehen, die dann auch zu Umwälzungen auf der politischen Ebene und der kulturellen Ebene führen. Und letztendlich auch zu starken wirtschaftlichen Veränderungen führen werden. Das bedeutet, dass Menschen, die vielleicht ein Szenario auf der weltpolitischen Ebene ins Leben gerufen haben, vielleicht nun ihre Meinung revidieren, vielleicht nun Entscheidungen zurücknehmen wollen oder vielleicht ganz anders nun sich einmischen wollen, obwohl sie sich vorher vielleicht raushalten wollten, so dass eine sehr vakante Situation entsteht, die einer Verwirbelung, einer Stromschnellen also eines Übergangs verschiedener Stromschnellen darstellt und ihr beispielsweise Kriegssituationen, die sich derzeit weltweit breit machen, überhaupt nicht mehr einschätzen könnt. Denn durch diese Veränderungen, die wir benannt haben und euch erklärt haben, beschrieben haben, ist es eben auch so, dass es dort hineinfließen wird und gewisse Veränderungen und Wendungen, die nicht vorhersehbar sind, auch jetzt nicht vorhersehbar sind, plötzlich geschehen können und zu starken Irritationen führen. Das kann sich im einen Fall zur Entspannung und im anderen Fall zur dramatischen Verspannung und Anspannung einer Situation entwickeln. Und ihr habt vor allem eines nicht mehr, die Verlässlichkeiten der alten Welt. Und das, was ihr bisher glaubtet zu wissen über Politiker, über bilaterale Beziehungen, über politische immer gleiche Entscheidungen und Abwägbarkeiten, das ist so nicht mehr möglich. Denn jetzt ist die Zeit der sehr plutonischen Veränderungen, einer sehr starken Umwälzung weltweit, so wie es im Einzelnen geschieht, wird es auch auf der Ebene der Politik, der Gesellschaft und der gesamten Struktur menschlichen Seins geschehen. Auf der Ebene des Gesundheitsverständnisses, auch des Verständnisses gesundheitlicher Fürsorge und so weiter. Ihr habt also keine Determinanten mehr, die ihr nun oder kaum Determinanten mehr, die ihr mit den gewohnheitsmäßigen Einordnungen beobachten könnt. Das hat zur Folge, dass auf der einen Seite Erschütterungen euch plötzlich irritieren und euch wirklich aus dem Alltag reißen, aus euren Erwartungen reißen, in vollkommen neue Situationen führen, wo ihr sehr schnell neu reagieren müsst, möglichst souverän zu euch stehen müsst in eurem Wer bin ich eigentlich als Mensch für mich? In der Welt, in meinem Umkreis, wo will ich sein, wie will ich leben, welche Konsequenzen werden das einfordern und gleichzeitig eben auch auf der politischen Ebene, dass ihr heute vielleicht eine Information hört, die aber morgen oder in wenigen Tagen über Bord geworfen wird. Und gleichzeitig können Gesprächsführungen, die ihr aus der Vergangenheit als Unterhändler oder wenn Unterhändler Gesprächsführungen praktiziert haben und versucht haben, über diesen Weg Lösungen zu finden, dass diese Möglichkeiten möglicherweise und mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht mehr gegeben sind. Dass ihr also keine Verständigung beispielsweise findet oder plötzlich irgendwelche Lösungen angeboten werden, die ihr nie und nimmer für möglich gehalten hättet. Und so seid ihr sehr aufgefordert und von unserer Seite stark dahingehend unterstützt und noch einmal darauf hingewiesen, lernt, so gut ihr könnt, im Jetzt zu leben. Denn der Jetzt-Raum ist der einzige Raum, der euch jetzt Sicherheit bietet. Denn jetzt wisst ihr, wo ihr seid. Jetzt wisst ihr, wo ihr lebt, wie ihr euch
zu sein wünscht, welche Vorstellungen ihr von eurer Zukunft habt, also Blaupausen angelegt habt, Vorstellungen, wohin ihr euch hineinentwickeln wollt, hineinwachsen wollt. Und wenn ihr das schon einmal habt, das ist schon einmal gut. Denn dann habt ihr eine Ausrichtung, dann wisst ihr, das ist mein Anker, das ist mein Ziel und diesen Weg werde ich gehen, denn es ist meine Herzentscheidung. Das möchte ich werden, so möchte ich sein. Das setzt voraus, dass ihr in diesem Jetzt-Raum ein klares inneres Ziel für euch habt, das ihr jetzt zwar noch nicht leben könnt und das ihr vielleicht auch übergangsweise nicht mehr wisst, wie es zu erreichen ist, aber verliert es nicht aus den Augen. Diese Blaupausen in euch, diese Zukunftsausrichtung, dieser innere, sichere Ort, den ihr habt als einen Wunschraum, wie ihr leben wollt, das soll und sollte und muss eigentlich auch, wenn es friedlich ist und harmonisch ist, eure Ausrichtung sein und bleiben. Denn jetzt ist es euer innerer Rückzugsort, eure Heimat, eure sichere Gewissheit, das werde ich einmal haben. Dorthin wird es gehen. Und jetzt kann ich mich auf mich zurückberufen in dieses innere Land, diese Vorstellung. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie es geht und wie die Schritte sein werden. Aber ihr wisst, um ein Ziel zu erreichen, braucht ihr stets das Bewusstsein, dass ihr Schritt um Schritt um Schritt diesen Weg geht. Und jeder Schritt bedeutet ein Jetzt. Das führt dazu, dass ihr die Qualität entwickelt, aus dem Augenblick heraus stets die größte Harmonie, das größte innere Vertrauen und die größte Friedlichkeit zu halten, die ihr halten könnt und leben könnt und zu der ihr in der Lage seid. Und vertraut darauf, dass der Jetzt-Augenblick mit eurer inneren Sicherheit euch im nächsten Augenblick schon wieder in eine neue Jetzt-Situation brachte, wo ihr wieder sehen könnt. Und immer noch bin ich in Sicherheit und wieder lebe ich hier und wieder sitze ich auf meinem Sofa und kann wieder mich von einem Moment zum nächsten in einer gewissen Sicherheit wiegen. Denn das Einzige, was ihr fürchtet, und das könnt ihr gar nicht, denn ihr kennt es nicht, ist eine unwägbare Zukunft, die euch überrascht. Und ihr wisst überhaupt nicht, was kommt. Ihr könnt euch vor nichts fürchten, denn ihr fürchtet nicht so sehr wie die Unsicherheit. Wenn ihr aber Szenarien ausmalt, wie es vielleicht schlimmstenfalls werden könnte, habt ihr eine Blaupause mit diesen Bildern erschaffen, in die ihr hineingezogen werdet. Also müsstet ihr euch selbst fürchten. Dann müsst ihr euren wilden Hund in euch fürchten, der nicht in der Lage ist, euch zu zentrieren in einer friedlichen Mitte. Die friedliche Mitte sei eure Blaupause, mit der ihr wie in einer Blase des Schutzes geht. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ist das etwas, was ihr fühlen könnt, dass ihr euch euren eigenen resonanzlosen Schutzraum deshalb erschaffen könnt, weil ihr in euch vertraut, jetzt bin ich sicher. Und schon seid ihr im nächsten Jetzt. Und so müsst ihr weitergehen in dieser Zeit. Das müsst ihr von euch einfordern lernen, denn es wird für eine lange Zeit eure Zukunft sein, dass ihr aus dem Jetzt heraus entwickelt, was es jetzt braucht. Und über diesen Weg neue Gemeinschaften entstehen werden, die sich tragen mit großer Kraft. Das ist euer ganzes Potenzial, denn im Jetzt ruht euer ganzes Potenzial. Es ist der Nullpunkt auf der Nadelspitze eures Seins. Ist das etwas, was zu euch kommt, diese Worte und euch im Inneren erreichen? Wir danken euch sehr für diese ausführliche und wunderbare Antwort. Vielen, vielen Dank. Nun habt ihr zweimal das Wort ausführlich benutzt und wir würden euch gerne um die Auskunft bitten, ob es in der Ausführlichkeit zu umschweifig ist. Wir können uns auch kürzer fassen. Es ist genauso richtig, wie ihr uns antwortet. Vielen Dank. Wir danken euch. Habt ihr weitere Fragen oder dazu Fragen? Es geht darum, dass im März der Übergang von Saturn in die Fische stattfindet. Und wir möchten gerne wissen, wie sich das für uns gestaltet und was es für Auswirkungen auf uns hat.
Saturn in den Fischen. Würdet ihr uns das erläutern, bitte? Da bräuchte ich bitte ein bisschen Unterstützung, weil das ist eine Frage, die gekommen ist aus unserer Runde. Es ist eine astrologische Begebenheit, die sich zum März hin aufspannt. Eine astrologische Konstellation, eine planetare Konstellation, die in euren Systemen auf euch wirkt, meint ihr das? Genau, es geht um eine astrologische Konstellation und die Auswirkungen. Nun, so seid ihr in mehreren Konstellationen in dieser Zeit, nicht nur in einer Zweierbedingung. Ihr seid derzeit selbstverständlich. Ist es so? Dazu würden wir euch gerne eine kurze allgemeine Information geben. Selbstverständlich ist es so, dass diese Konstellationen weit zurücktreten vor dem Hintergrund der immensen Strahlungseinwirkungen der Frequenzen und der allgemeinen Schwingungserhöhung, der auch gleichzeitig der Magnetpole, der Bewegungen der Magnetpole und so weiter, sodass in euren Zellen sehr viel energetische Veränderungen stattfinden, die euch auf der physischen, emotionalen, mentalen und letztendlich eurer DNA-Ebene sehr stark verändern und gleichzeitig auch Sonnensysteme mit verändern. Sonnensysteme, die in sich kongruent sind, miteinander in Bewegung sind, in einem gleichbleibenden Abstand zueinander oder einem gleichbleibenden Rhythmus der Abstände zueinander und selbstverständlich in gewisser Weise energetisch aufeinander wirken. Also auch auf euren Planeten, auf dem ihr lebt, sowie auch euer Planet auf andere Planeten im Sonnensystem wirken, wo andere Wesenheiten sich darauf befinden und sozusagen sagen würden, eine starke Erdbetonung ist nun in diesen Tagen auf uns gerichtet. Und so seid ihr also in dieser Situation der Bedingtheit gegenseitig, die selbstverständlich auch in sich selbst eine Schwingungserhöhung bedeutet und bedeutet, dass in sich selbst alle Konstellationen, die auf der Ebene dieser planetaren Einwirkungen oder astrologischen, wie ihr es nennt, auch eine Bedeutsamkeits- und Intensitätsverstärkung erleben aufgrund der Frequenzerhöhung und der Einstrahlung des Goldrubin auf eine sehr, wir wollen es einmal wirklich so benennen, dramatische Weise. Denn es werden schon auch Dramen erzeugt durch diese Situation, so wie ihr es politisch durch die Kriegssituationen bereits schon erlebt, die auch Auswirkungen sind aufgrund der Goldrubin-Entwicklung. Und so ist es eine Situation, dass ihr nun, wie wir euch schon mitgeteilt haben, für eine lange Zeit von etwa 30 Jahren sozusagen eingerastet seid in eine Bedeutsamkeit, die nun von euch abfordert, die reine Absicht zu eurer Gabe leben, also aufrichtig zu sein, wer ihr seid und das zu leben, zur Verfügung zu stellen, auch nur noch wirklich das zu verfolgen, was ihr als wahrhaftig und richtig erkennt und euch nicht mehr zu verbiegen, möglichst immer weniger faule Kompromisse zu leben und die Ehrlichkeit zu leben, die Aufrichtigkeit und die Wahrhaftigkeit, denn ihr kommt nicht mehr durch eure Systeme, wenn ihr durch diesen Schleudergang nicht ehrlich mit euch selbst seid. Und diese Konstellation, das haben wir eingangs beschrieben, hat sich nun eben in gewisser Weise sozusagen wie bei einem Zahlenschloss eines Safes mit verschiedenen Räderwerken so einrasten lassen oder ist so eingerastet, dass sich nun diese Türe geöffnet hat und ihr hinausströmt in eine bedingungslose Klarheit der Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit und ein Leben, das ihr nun zu leben habt im Angesicht eures Seelenseins. Und das wird bereichernd, erlösend, erweiternd, ungewohnt und daher nicht ganz einfach. Denn es werden viele Veränderungen dadurch auf euch warten und Neuerungen. Und ihr könnt es positiv nehmen und es begrüßen. Und ihr könnt festhalten am Alten und euch sozusagen entzweireißen lassen auf der übertragenen Sprachebene. Versteht ihr das? Ja.
Das verstehen wir sehr gut. Wir wechseln ja langsam, wie schon beschrieben von euch, langsam von dieser Leistungsgesellschaft weg zu einer Sinnesgesellschaft. Und wie findet diese Entwicklung für uns wahrnehmbar in der Wahrhaftigkeit statt? Wie findet diese Entwicklung für euch wahrnehmbar in der Wahrhaftigkeit statt? Ist das die Frage? Genau, ja. Zunächst einmal, wenn ihr davon sprecht, wir wechseln von einer Leistungsgesellschaft in eine Sinnesgesellschaft, so können wir fragen, wer ist wir? Denn bei über 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten können wir keineswegs beobachten, dass alle Menschen diesen Wandel vollziehen. Im Gegenteil, durch eine gewisse energetische Aufspaltung oder durch eine gewisse energetische, wie wir es beschrieben haben, Aufschaukelung und eine Höhefrequentierung der gesamten planetaren Lebensformen, nicht nur der menschlichen, hat eine gewisse Spaltung stattgefunden zwischen den Menschen, die sehr stark an Leistung festhalten, weil sie durch das Erbringen von Leistung sich in Sicherheit wähnen, Kontrolle ausüben können über ihr Leben und glauben, Sicherheiten zu haben. Je mehr sie leisten, desto sicherer seien sie, desto besser sind ihre Pfründe, die sie sichern, und desto besser sind die Rückmeldungen und so weiter. Und gleichzeitig wird auch die Leistung der Menschen immer mehr kontrolliert und immer mehr in Frage gestellt und immer mehr in die Normen geformt und immer mehr auf eine quadratische Struktur reduziert, so dass diese Menschen, die also sehr stark an diesen Sicherheiten kleben, immer mehr in die Leistung hineingetrieben werden und immer mehr reduziert werden auf kleine Handhabungen, so wie auf der anderen Seite sich die Menschen endlich reduzieren auf ihr wesenhaftes Sein der Seelenqualitäten. So sind also Menschen, die nicht darauf blicken, in sich hinein, sondern von sich weg in eine Funktionalität hinaus, in eine Gesellschaft, werden also immer stärker kontrolliert werden, immer stärker reduziert werden auf immer weniger Tätigkeiten oder immer kleinere Einschränkungen von Tätigkeiten, so dass ihr rationalisiert werdet, immer mehr, immer besser überprüfbar seid, und ihr kennt das gewiss alles schon, nur dass es nun noch mehr Fahrt aufnimmt und noch stärkere Trennungen und eine sehr vermehrte Entseelung in sehr kurzer Zeit nun zu beobachten sein wird. Während auf der anderen Seite immer mehr diese Sinnfindung und dieser Blick nach innen und diese Seelengabenausrichtung stattfinden wird und dieser Spagat sich sehr rasch auseinanderdividiert und Menschen, die versuchen, das eine in der Freizeit zu entwickeln, nämlich den Blick nach innen, und in ihrem Alltag das andere noch bedienen wollen, werden sehr bald spüren, dass es nicht mehr vereinbar ist. Und für die meisten jetzt schon zu allergrößten Schwierigkeiten führt, die, wenn ihr daran weiter tapfer festhaltet, zu gesundheitlichen schwerwiegenden Folgen führt. Und so ist es nur so, dass ihr die fragt in dieser Gemeinschaft, und die Gemeinschaft, die es hört und diese Informationen mit Interesse verfolgt, davon ausgehen kann, dass sie Menschen sind, die den Blick nach innen wenden und diese Sinnesgemeinschaft oder dieses Sinnessein entwickeln. Und nun bitten wir euch noch einmal, die Frage zu formulieren auf Basis dieser Aussage, die wir dann viel besser noch einmal vertiefen können, die Antwort vertiefen können. Eine Vertiefung? Bezogen auf diese Sinnfindung. Wie ist noch einmal die genaue Fragestellung, bitte? Ihr habt uns viele Antworten gegeben, die in diesem Rahmen ausreichend sind. Wir danken. Vielen Dank. Vielen Dank. Würdet ihr dennoch diese Frage noch einmal formulieren, damit wir selbst noch einmal rekapitulieren können, ob wir euch alle Informationen gegeben haben, die es dazu braucht, derzeit? Wenn ihr es wünscht und gestattet. Sehr gerne.
Ich wiederhole sehr gerne die Frage. Wir wechseln langsam von der Leistungsgesellschaft in eine Sinnesgemeinschaft. Wie findet diese Entwicklung in der Wahrhaftigkeit für uns erlebbar statt? Und nun sind wir doch sehr zu Dank verpflichtet, denn in der Tat ist die Wortwahl entscheidend. Denn eine Leistungsgesellschaft ist eine Gesellschaft, die eben den gesellschaftlichen Bedingungen entspricht und eine Gesellschaft bildet. Eine No-Name-Population, die den Alltag lebt. Während eine Gemeinschaft, die ihr formuliertet als eine Sinnesgemeinschaft, etwas Gemeinsames trägt, gemeinsam an einem Strang zieht, gemeinsam in eine Richtung blickt und gemeinsam entwickeln möchte und sich eben aufeinander bezieht. Ihr seid in der Sinnesgemeinschaft darauf ausgerichtet, gemeinsame Interessengruppen zu bilden, wo ihr euch auf eure gemeinsame Zukunft ausrichtet, auf gemeinschaftliches Leben, auf das Bewusstsein, dass einer allein nicht weiterkommt, dass zwei Menschen mehr denken als einer und vier Menschen mehr denken als zwei und dass eine Gruppe mehr bewegt als vier Menschen und dass eine Gruppe sich stützt und trägt und eine Stimme hat, die sehr viel selbstbewusster, klarer und differenzierter ist als ein Mensch allein oder ein Mitläufer in einer Gesellschaft. Und daher ist eine Sinnesgemeinschaft eine Gemeinschaft, die nach einem gemeinsamen Sinn entsprechend der einzelnen Gaben in dieser Gemeinschaft strebt, diese Gaben respektvoll integriert, sich gegenseitig wertschätzt für das, was gegeben wird und für das, was nicht gegeben werden kann, in anderen Gemeinschaften um Unterstützung bittet, während eben eine Gesellschaft eine Gleichmacherei im Gleichschritt ist, die irgendwelchen auferlegten Zielen mehr recht als schlecht, mehr schlecht als recht folgt und im Gleichschritt Bedingungen erfüllt. Und daher ist das der gravierende Unterschied. Und so ist, dass wir auf der einen Seite eine auferlegte Zugehörigkeitsgesellschaft, eine auferlegte Schicksalsgesellschaft, während es auf der anderen Seite eine Wahlfamilie ist, die zueinander steht und erlaubt, dass viele Wahlfamilien miteinander wie eine Blume des Lebens ein gesamtes Hologramm ergeben, das mit der Zeit immer mehr in physische Realität umgesetzt lebbar werden wird. Habt ihr das noch einmal integrierend verstehen können? Vielen lieben Dank für diese weitere Ausführung. Habt ihr weitere Fragen? Wir würden gerne diese Zusammenkunft fürs Erste beenden oder für heute beenden und würden euch bitten, ob es noch irgendetwas gibt, was ihr uns zu diesem Thema, zu dem wir jetzt gefragt haben, noch etwas Wichtiges mitzuteilen gibt. Ein ums andere Mal teilen wir euch mit, fürchtet euch nicht. Es ist eine Formulierung, die ihr vielleicht abgedroschen empfindet, die ihr vielleicht aus euren religiösen Schriften kennt, die ihr vielleicht ein bisschen so empfindet, wie wenn eure Eltern am Abend an euren Betten mit euch gesessen haben und euch sagtet, der böse Geist unterm Bett ist nicht da, du musst dich nicht zu fürchten. Wir meinen aber, fürchtet euch nicht. Ihr habt keinen Anlass, euch wirklich zu sorgen. Ihr habt in jedem Fall einen Anlass, in Frage zu stellen, ob ihr denn wirklich dorthin kommt, wo ihr hin wollt, denn ihr seid der Anlass. Solange ihr selbst der Anlass seid, nicht zu vertrauen, solange ihr der Anlass seid, in euch selbst nicht bereitwillig eure liebste Beschäftigung, eure Gabe, das, was ihr am liebsten tut, was ihr am liebsten allen Menschen schenken wolltet, was Menschen an euch besonders mögen. Und wenn es nur das Einfachste ist, wir haben schon ein ums andere Mal das Strümpfestricken angeführt oder ein Liedlein zu singen oder Pflanzen zu gießen in einem anderen Garten, wenn es gewünscht ist und so weiter, Kräutlein zu zupfen. Wenn ihr also das, was ihr besonders gerne tut, der Gemeinschaft zur Verfügung stellt und wenn ihr das tut, habt ihr keinen Anlass.
Ihr seid der Anlass, euch zu fürchten. Denn das, was ihr sucht in der Zukunft, seid ihr selbst. Ihr seid euer Potenzial in Gemeinschaft. Und wenn ihr euch fürchtet, dann vertraut ihr euch nicht selbst. Also wollen wir euch mitteilen, fürchtet euch nicht. Ihr seid über eine Zeitlinie gegangen, wo ihr geschützt wurdet während des Übergangs von unserer Seite, wo ihr jetzt geschützt seid während des Aufbaus oder der Aufbauphase von unserer Seite. Und wenn ihr euch fürchtet, so gebt ihr Zweifel in dieses gesamte Projekt, in diesen gesamten Weg. Und der Zweifel sind zwei Seiten. Es ist eine Seite, die sagt ja, und es ist eine Seite, die sagt aber. Und ihr wisst schon, dass das aber stets das ja entkräftet. Es wäre also für eure Seite eine sehr wichtige Haltung, klar zu bleiben in eurem Vertrauen euch selbst gegenüber, dass ihr willens seid, miteinander einen Weg des Friedens, einen Weg der Liebe und des Miteinanders zu gehen. Eben genau so, wie es für euch im jeweiligen Moment gerade stimmt und passt. Denn es ist ja wichtig, eure Absicht, eure reine Absicht zu eurem eigenen Ja sagen, zu eurem eigenen Herz zu leben. Und dort, wo ihr das nicht könnt, könnt ihr freundlich um eine Auszeit oder um etwas anderes für euch sorgen. Eine andere Gruppe, eine andere Beschäftigung. Wenn ihr freundlich seid und erlaubt, dass das Viele seine Berechtigung hat und friedlich weitergeht, so seid ihr in der ganzen Kraft, die ihr braucht. Und dann braucht ihr euch nicht zu fürchten. Fürchtet euch also nicht. Fürchtet euch nicht. Wir sind um euch. Und das meinen wir energetisch. Euch umhüllt eine Schutzmembran und ihr seid durchflutet von euren Kräften und euren Gaben, die ihr gemeinschaftlich habt. Und das gilt es wohlwollend nun und mit großer Freude in eure neue Welt zu bringen. Und das ist das, was wir euch gerne zum Abschluss noch einmal mitgeteilt hätten oder haben. Von ganzem Herzen vielen lieben Dank für diese ermunternden und beflügelnden Worte. Wir werden sie in unser Herz nehmen und Stück für Stück in unser Leben integrieren. Vielen lieben Dank. Und jetzt bitten wir euch um den Segen der Farbstrahlen. Ja, das ist wunderbar und es durchströmt euch in diesem Sinne das Rosa der Neutralität und der inneren Zentrierung und der Gabe, sich und andere in Frieden und Ruhe sein zu lassen. Es durchströmt euch das Blau der Unterscheidungsfähigkeit und der Trennung dessen, was nun wirklich nicht mehr zu euch gehört, und der günstigen Neuverknüpfungen. Ihr seid durchströmt von Weiß, der Klarheit, der Erkenntnis, von Gelb, der Freude, der Leichtigkeit und der geschwinden Eile, das nun auf den Weg zu bringen, mit dem Türkis der Wahrhaftigkeit. Und seid umhüllt, durchströmt und geschützt von Gold und vererdet mit Rubin. Einen Moment bitte, während das geschieht. Und so entsteht das Korall des Kollektivs. Wir danken euch, verabschieden uns. Wir bedanken uns auch und verabschieden uns auch.